Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily von The Binding of Isaac mit eurem Cyrus und heute mit Samsung, heißt er, glaube ich. Ja, bis Blue Baby, schaut so aus, da haben wir auch direkt schon mal den Itemraum. Ja, könnte möglicherweise wieder ein langes oder auch ein kurzes Daily sein oder werden. Oh, direkt mal Small Rock. Und ich hätte mir die Bombe für hier aufheben sollen. Na, vielleicht finden wir noch eine. Dann muss ich da jetzt nicht sinnloserweise Schaden nehmen. Ja, also der Small Rock am Anfang direkt, das ist schon mal nicht schlecht. Ach hey. Falsche Richtung ausgewichen. So, ach so, ja genau, da ist ein Herz. Wir haben zwei Shop-Räume direkt. Also zwei abgeschlossene Türen. Sind wahrscheinlich nicht zwei Shop-Räume. Das wäre etwas seltsam. Und untypisch. So, wo ist denn jetzt die blöde Bombe? Ich brauche mindestens zwei. Naja, also wir könnten wenigstens das Item nehmen, weil hier ist ein Herz. Das heißt, wir gehen wenigstens ohne Schaden davon, unterm Strich. Naja. Keine Bombe. Hier ist, wenn dann, nur Geld drin. Da ist noch ein Tinted Rock. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Ah, Larry Jr. Ja. Kein schwieriger Boss. Ist einfach nur ein bisschen nervig, würde ich nicht sagen. Ohne Schaden. Ja, jetzt kackt doch hier nicht überall rum. So, direkt mein goldenes Herz. Das gibt uns ein paar Coins, wenn das weg ist. Also wenn man das verliert, werden Coins gedroppt. Müssen wir mal schauen. Ah ja, gut. Schlüssel, Tinted Rock. Weiter geht's. Also wir haben schon mal HP up, wir haben Damage Reduction, wir haben Damage up. Die zerstören sich hier fast von alleine. Da hinten ist noch ein Tinted Rock, zwei Bomben. Wenn ich die wegmache, komm mal hin. Oh, na Mensch. Das geht ja hier schon mal gut los. Also zwei graue Herzen. Okay, sehr gut. Direkt mal ausgenutzt. Noch eine Bombe. Ja, die hätte ich alle gerade eben brauchen können. Ja, aber ich bräuchte jetzt einen Schlüssel. Na? Ich treffe dich schon noch. Keine Sorge. So, gehen wir jetzt da rein? Ja, wir gehen da rein. Aha. Ein Schalter, der nichts Gutes ahnen lässt, aber es ist okay. Zwei Spinnchen. So, wo kommen jetzt... Sind die Coins jetzt da drin? Naja, ich lasse mal liegen. Das sind wahrscheinlich jetzt eh nur 5 oder so. Ja, sie sind da drin. Ah! Vielleicht, wenn man noch genügend zu viele Herzen haben. Aha. Dann können wir mal schauen. Oder wir bomben uns. Vielleicht kann man sich auf den Weg da rein bomben. Naja, das ist schon mal ganz nett am Anfang. Wenn man kein anderes hat. Ist ein bisschen ungenau. Wo bin ich denn nun? War das geplant? Fühlt sich an wie Curse of the Maze. Ja, kein Schlüssel. Mann. Da ist schon wieder der Boss.
Vielleicht ein Schlüsselchen? Batterie. Muss ich da mal kurz was nachschauen? Da ist nix. Ja, schauen wir mal, ob hier vielleicht ein Secret-Raum ist. Ja. Wahrscheinlich nur Münzen, ja. Super. Naja, für den nächsten Floor im Shop. So, das ist der zweite Floor. Am besten unter 6 Minuten, damit wir gewappnet sind. Ja, also geht doch. Okay, sehr schön. Damage up und Speed, Shot Speed. Guppy's Tail. Tja, also ohne Schlüssel. So ganz ohne Schlüssel bin ich mir nicht so sicher. Ich nehme es. Ich sehe denn das Wahnsinns. Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Aber manchmal geht es auch ganz gut, ehrlich gesagt. Also ich bin mir nicht so sicher. Ah, ja. Danke. Infamy hat mir schön Damage Reduction. Na, blöd, Mann. Ja, ja, ja. Aha, da geht schon los. Da geht, aha. Naja. Ach, Homing Tears. Oh, jetzt. Ah, sehr gut. Ja, ja. Kotz doch woanders hin. Ah, sehr schön. Das mit Guppy's Tail ist eine super Kombination, weil Guppy's Tail natürlich prinzipiell mehr Golden Chests droppt und die Left Hand macht aus allen Golden Chests einfach mal. Ja, rote Chests. So, perfekt. Dann nehmen wir das und dann nehmen wir das hier endlich. Size Down, Speed Up. Das heißt, die Kombination ist fast unschlagbar, wenn es um Items geht. Das heißt, ja. Keys sollten im besten Fall jetzt gar kein Problem mehr sein. Ja, da sind jetzt wahrscheinlich. Aha, da ist eine rote Chest drin mit Spinnen. Ja, gut, die sind so nervig. So, na, also geht auch. So, der Würmchen da. Pille werde ich mal nach dem Kampf nehmen. Das ist das. Das wäre blöd, wenn das Paralysis oder wie es heißt. Paralysm. Oh, Telepilz. Hätte ich ja noch am Anfang nehmen können. Eieiei, die sind aber ganz schön eng hier, Mensch, Freunde. Kuscheln gerne. Schlüssel. Oh, Trollbomben. Ah! Ja, das hätte ich ja wissen müssen. Naja, also wir haben auf jeden Fall noch zwei graue Herzen. Komm. Bisschen antriggern die Freunde hier, dass sie mal schießen. Schlüssel. Ah, also geht doch. Oh. Penetrative. Ach, was soll's. Also, schieß durch andere Gegner. Ich kann heute nicht sprechen. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen. Vielleicht kann ich das als Ausrede verwenden. Ich trinke ja auch ein bisschen Salbei her. Also nicht wundern, wenn hier gleich mal die Teetasse klimpert. Ja, eigentlich müsste ich doch schon hoch da. Wir können mal schon... Opfern wir? Nee, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Boss Rush. Und Hush winken möglicherweise. Ja, sehr gut. So, gleich nochmal. Das war jetzt gefährlich. Naja. Oh je. Aber der Schuss. Die Schussfrequenz ist ganz nett. Ja, ja, ja. Ah, hoffentlich dreht er sich nicht. Also. So. Welches nehmen wir denn jetzt? Ah, ich nehme den Head of Krampus. Und weiter geht's. So, jetzt mal gucken, was. Welche Stats, wie viele Herzen, wie wenig Herzen? 2.
Vorher hatte ich 3, glaube ich. Naja, aber die Schussfrequenz, die ist okay. Da, damit kann ich leben. Der Damage ist, finde ich, auch nicht verschlechten Eltern. So, Blank Rune. Da weiß ich immer nicht, was ich davon halten soll. Ah, Puberty. Okay, das ist nicht so schlimm. Yara. Hm, nochmal. Hm, naja, gut. So, also. Naja, rote Kissen sind ein bisschen rar. Den Schlüssel merken wir uns mal. Vielleicht brauchen wir ihn noch, falls es doch eng wird. Ja. Schlüssel. Ah. Naja, okay. Also das ist auch in Ordnung. Ja, wir bomben den jetzt mal hier frei. Bevor wir da jetzt ewig Zeit verlieren. Nicht Halbzeit. Hm. Scatterbombs. Ist okay. Ist halt. Wir haben 5 Bomben, das ist von der Seite aus. Ist es in Ordnung. Hm. Ja, goldmäßig. Oh, was ist das? Achso. Das ist also den Weg frei bahnen. Hatte ich auch noch nicht so eine Raum. Huch. Eieiei. So, okay. Nü aber. Okay, ein bisschen erforschen müssen wir hier schon noch. Vielleicht kriegen wir einen Schlüssel für den Shop. Ja, ja, nicht schlecht. Hm. Gehen wir mal da rein. Naja, eine Trollbombe. Natürlich. Da ist nix. Oh. Damage ab. Und die Seite ist auch nicht so schlecht. Entschuldige, wenn ich nochmal gucken muss. Ah, das ist die, ja, ja, Contract, Contract from below. Ja gut, beides können wir jetzt nicht nehmen. Das wäre ein bisschen Damage ab, werde ich mir mal nehmen. Ugh, Cancer. Hm, ist nett, ich behalte aber trotzdem Left Hand. Naja. Hm, gambeln wir uns einen Schlüssel? Ich glaube, ich gamble mir mal einen Schlüssel. Ja, okay. Wenigstens Schlüssel. Das ging schön schnell. Ja, ist auch was mit dem Minibomb da. Noch ein Schlüssel. So, nur aber fix. Fix rüber. Können wir uns zwischenzeitlich noch gucken, ob wir irgendwo eine Möglichkeit für einen... more options. Und noch ein Herzchen. Das beruhigt ein bisschen. Death kann man immer gebrauchen. Naja, Bomben. So, nur aber jetzt aber wirklich hier. Die Zeit drängt. Hm, The Fallen. Ach, das wollte ich eigentlich nicht. Oh ja, wobei, eigentlich ist das ganz okay. Es ist halt manchmal, wie soll man sagen, ein bisschen blöd zum Steuern. Und die, die Sensen waren mir doch irgendwie lieber. Naja. Damage-mäßig ist beides vollkommen in Ordnung. Da unten ist ein Tinted Rock. Meine Herren, nicht so voreilig. Bitteschön. Okay. Ja, immer diese Spinnen. Habe ich irgendwas verbrochen, dass ich hier so viele Spinnen bekomme?
Querzielen ist nicht meine Stärke. Wie man sieht. Also. Heute ist echt Trolltag. Ah, das ein Tinted Rock. Müssen wir aufpassen, aber wieder. Oh, Golden Bomb. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Nein. Schnell noch den Itemraum suchen gehen. Aha. Gefunden. Hupala. Ah, oh, schön. Graue Herzen. Oh, jetzt müssen wir mal kurz mal überlegen. Also, da haben wir zum. Das ist Libra, oder? Nee, Capricorn nehmen wir. Vor allem, weil wir auch Schlüssel und alles Mögliche kriegen. Genau. Hopp. Nee. Gehen wir runter. Gehen wir runter zum Shop. Nee, wir haben nicht genug. Ach, jetzt war ich zu lange. Okay. Soul Bandage, das ist gut. Haben wir wieder ein bisschen, sogar zwei Herzen mehr. Das beruhigt. So, nehmen wir ganz kurz mal ein paar Sekunden eurer Zeit opfern könnt. Kurz mal. Und weiter geht's schon. Schon alles passiert. Hm. Okay. Also das ist, glaube ich, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, der letzte Floor, wo Mom auf uns wartet. Ach Gott. Ninja Dodger. Ja, manchmal hat das Messer auch so seine Vorteile. Vor allem der immense Schaden, wenn das dann an Ort und Stelle bleibt. Och. Naja, da können wir uns wenigstens noch das letzte Herzchen holen. Verzeihung. Ach, jetzt bin ich da voll rein. Ja, doch. Das war jetzt blöd. Muss ich kurz entschärfen. Sonst denke ich nachher nicht dran und renne voll rein. Tinted Rock. Habe ich irgendeinen Fluch aufgenommen, dass da nur Spinnen rauskommen? Hm. Da könnte ich Schlüssel plus machen. Da sind wahrscheinlich wieder Spinnen drin. Oder Trollbomben. verdammt, das ist beides irgendwie. Wie ist das eigentlich mit dem Messer? Wie ist das eigentlich mit dem Messer? Das probiere ich jetzt echt mal aus. Little Planet mit Messer. Funktioniert das überhaupt? Oh ja. Ach je. Doch. Vielleicht finden wir ja Brimstone. Ja, da muss ich da hinten schießen. Was schieße ich denn da am besten? Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht so leicht. Zum Glück kann ich noch voll in den Nahkampf gehen. Hm. Ja, nehmen wir mal, was ist. Ah, letztens habe ich schon nachgeschaut. Ich muss nochmal schauen. Gott, der Kampf gegen Mom wird echt mies mit dem Teil. Achso, naja, die Pockets, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Schauen wir mal, ob hier, ja. Ich muss mir mal merken, dass das im Uhrzeigersinn. Ja. So viel zum Thema. Also, im Nahkampf bin ich aktuell besser. Ja, das ist wieder großer Mist. Oh, Tier ist ab. Und Friends till the end. So, ja, das ging auf jeden Fall.
Kein Devil Deal. Mongo Baby. Lohnt sich das denn? Mongo Baby und was ist das für ein Buch? Hier. Ach so. A Random Familiar für den Rest des Raumes. Ja. Ich könnte ja danach den Krampus wieder nehmen. Mungo Baby brauche ich jetzt nicht unbedingt. Von daher. Oh Mann, ich hätte echt nicht das Orbital-Ding nehmen sollen. Es ist ja unglaublich beschissen. Oh Gott. Wo kommt das denn her? Naja, die Revenge Fly macht Revenge. Ja, gar nicht so einfach mit diesem Messerchen hier. Ja, oh, was ist denn da? Ach. Was hat er denn? Ach, ich hab das. Das Blitzbaby hier. Ja, die machen ja schon fast mehr Schaden als ich selber. Noch eins von denen. Die muss ich mal jetzt hier ganz kurz synchronisieren. Ja, wo sitze? Da ist Nummer 1, da ist Nummer 2. Los, vereinigt euch. So. Ja, so machen die echt Damage. Wo ist jetzt der andere hin? Achso, ist schon tot. Huch, das war jetzt aber knapp. So, da ist der Vogel. Ach, ich habe hier noch was. Ach ja. Wer auch immer damit zielen kann. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich dieses blöden Orbital-Tier da genommen habe. Ist er noch so ein apokalyptischer Reiter, ey, und ich treffe ihn nicht. Es ist doch zum Mäusemelken. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn einfach nicht. Jetzt habe ich ihn getroffen. Oh, jetzt hat er mich auch getroffen. Oh, das ging schnell. Macht halt auch ganz schön Damage, das Messerchen. Muss dann nur ein bisschen gezielter rangehen. So, so geht's. Ja, ja, kurz vor Ende habe ich es jetzt doch gelernt.
Ich muss einfach nach hinten schießen. Ah, verdammt. Ach. Also den Preis im Ausweichen gewinne ich definitiv nicht. Oh, wer schießt denn da noch rum? Ach, der da unten. Ach. Naja, vielleicht, wie gesagt, gibt es noch was Anständiges nach dem Boss Rush. X-Ray. Ja, also nicht. Ja, dann versuchen wir uns mal bis Hasch vorzuquälen. Ist auch nicht mehr so viel Zeit. 7 Minuten. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Zeit für sowas. Oh je, das wären gleich so viele, dass ich bestimmt wieder Damage nehme. Ja, also zeitmäßig ist das hier echt furchtbar. Ich weiß auch gar nicht, was ich anders machen soll. Zielen von so kleinen Gegnern ist echt eine Qual. Ja, außer indem ich mich direkt daneben stelle, aber das ist auch irgendwie, oh, sag mal, also ja, naja, gut, alles, was man so falsch machen kann, habe ich mal wieder falsch gemacht. Schauen wir mal. Also offenbar ist Guppy's Tail und die Pfote verflucht. Jetzt weg mit euch. Oh Gott, die treffe ich doch nie. Muss ich das auch gar nicht. Also da habe ich jetzt keine Lust drauf gehabt. Ich denke, man müsste das mir verzeihen können. Hoppala. So. Ah, das wird dann wahrscheinlich auch nichts mit dem Deal. Also sag mal. Das mit den Bomben in den roten Kisten, das ist schon irgendwie recht auffällig. Ach. Ja. Also kein Deal. Ach, der Run ist sowas von kaputt. Ich bezweifle, dass mir Hasch da noch irgendwie. Dass mir da irgendwie noch die Haut retten kann. Jojojo. Ach man, also echt, Leute. Noch einer. Joker wäre jetzt vielleicht nicht verkehrt. Ja, die treffe ich ja auch nie, ey. Also. Muss ich mich schon ganz schön sputen. Oh. Tja, Freunde, das war's auch schon wieder. Ja, Quintessenz. Tiny Planet ist einfach nicht das richtige Item. Mindestens wenn man schon einen Brimstone hat, ist es cool. Ansonsten lasst die Finger davon. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.